war natürlich wichtig. Die letzten Spiele haben wir viel gearbeitet, hatten vielleicht dann vorne ein bisschen Pech beim Abschluss. Tat auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, ob es unbedingt einfacher war. Ich glaube, das Glück hat uns dann, oder der Abschluss war einfach ein bisschen konzentrierter dann am Ende. Und ich glaube, deswegen war es auch dann zum Schluss verdient. Nee, das stimmt, war das erste Mal jetzt. Ja, lauf durch. Flanke kommt gut vom Heinz beim zweiten Tor. War einfach für mich. Mein erstes Tor war gegen Bingen. Das weiß ich noch. Das war auch das 1-0 hier, wo wir 5-0 gewonnen hatten. Lange Zeit nicht getroffen, deswegen war es mal wieder Zeit. Persönlich ist es natürlich sehr schön, dass ich jetzt wieder mit dabei sein kann. War ja am Anfang lange raus. Und hoffe natürlich, dass jetzt gerade, weil wir so viele Ausfälle haben, mit den ganzen Jungs, die verletzt sind, dass ich das alles ein bisschen dann versuche zu kompensieren, dass wir alle zusammen unser Ziel erreichen am Ende der Saison. Das Spiel ist eigentlich einfach zusammengefasst von unserer Seite aus. Die erste Halbzeit war nicht gut. Da waren wir einfach zu fahrlässig, zu ungenau. Keine Laufbereitschaft, Konzentration gefehlt, Ballverluste. Da haben wir einfach ganz viel missen lassen, gerade im Umschaltverhalten nach hinten. Da waren wir nicht bereit, die Meter zu gehen, auch gegen Tabellenletzten. Und da sieht man einfach, dass in der Oberliga ganz viele Spiele erstmal eng sind, wenn man die nicht seriös spielt. Und das hat uns einfach in der ersten Halbzeit komplett gefehlt. Trotzdem hatten wir mehr als eine Möglichkeit, ein Tor zu schießen, haben da auch schon vieles liegen lassen, hatten viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte, aber ja, sehr, sehr fahrlässig damit umgegangen. Und es kann gegen vielleicht einen stärkeren Gegner, ein bisschen erfahrenere Truppe ins Auge gehen, aber wir wussten, dass wir über 90 Minuten dieses Spiel gewinnen werden. So mussten wir in der Halbzeit nachjustieren, einige Dinge ansprechen. Ich glaube, das hat man dann auch gesehen, dass die Jungs aus der Kabine gekommen sind, dass da ein bisschen anderer Zug drin gewesen ist, dass wir nach vorne spielen wollten und auch die Dinge zu Ende spielen. Das war ganz wichtig. Und da haben wir es in der zweiten Halbzeit recht ordentlich gemacht. Damit bin ich zufrieden. Mit dem Ergebnis natürlich auch. Erste Halbzeit kann mal vorkommen, aber dürfen wir uns so nicht nochmal erlauben. Zweite Halbzeit nehmen wir mit, bereiten uns jetzt nochmal auf Waldalgesheim vor, was ein ganz schweres Auswärtsspiel wird. Klar, über Handspiel brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, dass das verdient war. In der ersten Halbzeit haben wir es extrem gut gelöst, extrem mutig und auch riskant gelöst. Das wissen wir, dass wir dann nach einer sehr, sehr guten Anfangsphase in den ersten 10 Minuten haben wir, glaube ich, 4 Ecken für uns. Das zeigt ein bisschen, dass wir es ganz gut geschafft haben, auch viele Spielanteile zu haben, auch tief in der Hälfte von Trier. Dann natürlich im Spielaufbau einen Fehler machen. Das Risiko gehen wir ein oder sind wir eingegangen, haben eine schlechte Konterabsicherung bzw. sind schlecht immer wieder in die Kompaktheit reingelaufen, weil wir sehr, sehr viel im Ballbesitz investiert haben. Aber ich glaube, in der ersten Halbzeit müssen wir nicht 1-0 zurückliegen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hätten mehr verdient zur Halbzeit. Dann haben wir aber auch gesehen, wie schnell ein Spiel weg sein kann in der Oberliga gegen ein Spitzenteam. Und das ab der 47. Minute ist dann eigentlich nur noch darum ging, wie hoch es ausgeht. Und nach den ersten 45 Minuten wurde das uns eigentlich nicht, oder das haben die Jungs mit dem Aufwand, was sie gemacht haben in den ersten 45, nicht verdient. Aber so schnell geht's. Das haben wir gemerkt. Da haben wir auch gesehen, wo der Qualitätsunterschied ist, dass Trier sehr, sehr schnell Tore schießen kann und wir einen sehr hohen Aufwand gehen müssen, um Tore zu schießen. Deswegen verlieren wir hier am Ende deutlich. Mit den ersten 45 Minuten können wir sehr, sehr zufrieden sein. Die zweiten müssen wir schnell vergessen, weil da haben wir es auch nicht mehr geschafft, trotz 3-0 Rückstand irgendwie in die gegnerische Hälfte zu kommen, irgendwie das Spielfeld wieder nach hinten zu verlagern, zu Trier. Deswegen fällt auch das 4. und 5. so, wie es fällt. Da kann man sagen, man hat Pech, aber wenn der Ball immer dauerhaft in unserem letzten Drittel ist, rutscht halt auch mal ein abgefälschtes Ding irgendwie durch. Deswegen bitter für uns, wir müssen die Leistung mitnehmen und dann sehen, dass wir schnellstmögliche Ergebnisse einfahren, dass wir bis zum Schluss der Saison auch noch irgendwas spielen.